Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash, Part Nummer 64. Ja, im letzten Part haben wir die ganzen Ausschneidesachen komplettiert und dann wollte ich natürlich noch am Ende den, den Schnuckmeister dranhängen und da habe ich ein extra Video draus gemacht, weil ich 7-mal hintereinander, unentschieden hatte. Also ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das Glück war, aber ja, war mir halt dann irgendwo doch ein neues Video wert so ein bisschen. Und soll ja kein Abbruch sein, weil man sieht ja trotzdem, dass ich dann die Karte bekommen habe. Und heute erstmal viel Gequatsche, weil ich wollte eigentlich zwischen den Aufnahmen, die ganzen Gegnerkarten zu sammeln. Und es ist nerviger als eigentlich gedacht. Besonders wenn sie halt nicht droppen. Und zwar habe ich teilweise versucht, pinke Shy Guys und Co. zu sammeln, die überhaupt nicht droppen wollten. Weder halt als Normalform noch als hier Rollerform. Ich zeige euch mal ganz kurz ein paar. Zum Beispiel den hier, den habe ich ja auch neu, diesen Strohhalm. Und zwar, warte mal, ich muss ganz kurz gucken, das war diese Rollerguys hier, die hier. Die gibt es in 3 verschiedenen Farben. Einmal in Rot, einmal in Grün und einmal in Pink. Ja, den in Pink habe ich immer noch nicht. Weil die kommen immer so, dass halt ein Roter und ein Pinker dabei ist. Oder halt ein Grüner und ein Roter. Und den Roten habe ich bestimmt schon über 20 Mal gedroppt bekommen. Und jedes Mal denkt man natürlich, wenn eine Karte droppt, weil die ja so weiß ist, oh, das könnte sie jetzt vielleicht sein, und sie dann immer noch nicht. Und immer noch nicht, und immer noch nicht, und immer noch nicht. Und was noch hinzukommt, ist, selbst wenn man dann weiß, wo man die halt farmen kann, weil die kommen ja endlos aus den Büschen gesprungen, aus dem Azur, nee, aus dem Arad, Level. Also da, wo halt der Zirkus anfängt. Und, ja, ja. Ihr könnt natürlich denken, das ist einfach nur extrem nervig. Vor allem, wenn man dann halt zwischendurch mal wieder zurück muss in die Schnuck-Arena, weil man Geld sammeln muss, weil man sich Karten kaufen möchte, um die zu besiegen. Weil die besten Karten gegen die sind entweder die die K.O.-Hämmer, weil man damit halt sie direkt trifft und nicht dieses Rad hier. Oder man nimmt halt 2 Powerblöcke, die halt jeweils immer 100 Münzen kosten. Also dann pro Angriff 200 Münzen, da kann man sich denken, 5-mal Angriff 1000 Münzen und so weiter und so weiter. Also ihr könnt natürlich denken. So, was habe ich halt zwischendurch noch gefunden? Übrigens hier, das ist der einzige Pinke, den ich habe. Den habe ich hier ganz per Zufall sofort gefunden. Und ansonsten, was habe ich eigentlich hier überhaupt noch Neues? Guck grad mal. Ja, den Kratterich, der war einfach. Wenn ihr den farmen wollt, da wollte ich eigentlich zuerst zur Ultramarion Hotel wollte ich da hingehen, weil dort kam er ja davor. Aber da ist er nicht mehr. Und dann habe ich nochmal zurückgeguckt, also ein paar ältere Folgen von mir angesehen. Und habe dann auch festgestellt, der kam ja auch beim Toad Depot vor. Und da ist er sogar wirklich einfach zu sammeln, weil, wenn man gegen ihn kämpft, übrigens fällt. Ah ne, ich wollte gerade sagen, der hat irgendwie 6 Beine. Nee, das ist nur Vorder- und Hintergrund. Sieht mir gerade komisch aus. Da kommt er irgendwie 5 oder 6 Mal in einem Kampf vor und dann ist natürlich die Drop-Chance höher, weil je mehr Gegner, selbe Gegner man besiegt, umso höher ist halt natürlich die Drop-Chance, dass man halt auch die Karte kriegt. So kann man sich vorstellen. So als würde ich halt mit dem Stern durch die Stachis laufen und dann droppen da ja auch 3-4 Karten immer. So, und man muss halt immer hingehen und auch wirklich kämpfen und nicht einfach nur draufhauen. Gerade bei den Rollerguys ging es nicht. Da konnte man nicht draufschlagen und dann kriegt man die Karte direkt vielleicht. Sondern man musste immer den Kampf starten. So, was hat mir noch? Bei den Sniffits war es ja relativ einfach. Da haben wir ja so ein Versteck gefunden, wo die ganzen Karten waren. Und ja, weil halt natürlich diese ganzen Karten nicht droppen wollten, habe ich halt irgendwann mal geguckt. Oh, hier haben wir noch ein paar. Und zwar, ich glaube, den Feuerbruder, der ist neu. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die 2 sind auf jeden Fall neu. Da hatte ich sogar Glück. Da habe ich nach dem zweiten Kampf habe ich die schon bekommen. Aber ja, weil es halt alles so lange gedauert hat, habe ich mich dann mal informieren wollen, ob man irgendwo die Drop-Chance erkennen kann oder ob es halt vielleicht eine einfache Möglichkeit wäre, die Karten zu kriegen. Unter anderem, dass man vielleicht den Ganoven-Guy benutzt, um halt an die Karten zu kommen. Hier können wir wieder rausgehen. Aber das Problem ist ja, ihr wisst ja sicherlich selbst, der Ganoven-Guy, der taucht vielleicht alle 3-4 Mal auf, wenn überhaupt, wenn man immer wieder das Level wechselt. Wenn überhaupt. Und da muss man natürlich noch die Chance haben, dass er auch seine Karte droppt, damit man mit seiner Karte einen Gegner besiegt, um die Chance zu erhöhen, um diese Karte zu bekommen. So. Und weil ich natürlich nach Drop-Chance und Co. gesucht habe, habe ich dann was gelesen. Was mir zwar auf der einen Seite nicht gefällt, aber wir dann wohl nicht drum rumkommen, wenn ich hier die ganzen Karten sammeln will. Und zwar, wenn wir das Spiel durchspielen, dann erhöht sich die Drop-Chance von den Karten.
Also so, als dass man sozusagen als Endspiel dann nochmal halt die Karten sammeln möchte, sammeln kann. Aber das heißt natürlich auch, wir können nicht einfach mit dem Bosskampf das Level ab, das Spiel abschließen. Ups, wollte ich nicht auf ihn springen, nicht mit ihm reden. Sondern wir müssen halt erst das Spiel einmal durchspielen und dann können wir halt dann nochmal hingehen, die ganzen Karten sammeln. Und genau das würde ich natürlich auch dann so tun wollen, dass ich halt wirklich hingehe und die Karten halt nach dem Durchspielen noch mit euch sammeln. Ich muss sowieso gucken, weil es fehlen ja am Ende bei den Bosskarten, da fehlen ja immer noch 2 Karten. Und ich gehe eigentlich schon fast davon aus, dass halt wirklich doch noch irgendwo Roy vorkommen könnte. Ich weiß nicht, habe ich nicht nachgeguckt, weil ich möchte mich da selbst, möchte das selber sehen beim Spielen. Aber vielleicht gibt es auch noch eine Bowser-Karte selber, die man dann halt irgendwie bekommt, keine Ahnung. Und was natürlich noch dann hinzukommt, wenn ich ja mal rauszoome, die Schnuck-Arena unten links, die blaue Insel, die ist ja auch noch nicht aktiv. Also da ist kein Schnuckmeister und nix. Der ist auch nicht aufgetaucht, nachdem ich halt die Schnuck-Arena 7 geschafft habe. Also heißt es wohl, dass wir da so oder so wohl erst in Bowser Schloss müssen, um weiterzukommen. So, lange Rede, kurzer Sinn, ihr wisst, was ich meine. Und gerade weil ich halt hier jetzt noch ein paar Sachen habe, die ich machen könnte, wie zum Beispiel hier die fehlenden Farbkleckse, würde ich auch gerne auch nochmal suchen. Und dann machen wir das einfach mal. Und zwar beim Terracotta Campbell könnte ich mir gar so fast sogar schon denken, da hätte ich vielleicht sogar nachgucken können. Da habe ich halt vor lauter Zug dann nicht mehr dran gedacht. Wie gesagt, da habe ich da wirklich selbst noch teilweise meine Parts durchgeguckt, wo was sein könnte. Und zwar hatten wir ja hier ganz am Anfang, haben wir ja aus Versehen die Brücke kaputt gemacht. Und dann wollte ich natürlich gucken, was da rechts noch ist. Und ich denke mal, dass ich halt jetzt über die Toads drüber komme, um vielleicht da zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Ich meine 93%, da fehlt noch 7%, aber vielleicht ist ja da irgendwo noch was zum Einfärben. Ich möchte nicht anspringen, ich möchte eigentlich springen. Nein. Kann ich vielleicht ganz knapp... Okay, man kann auf jeden Fall über sie drüber laufen. Na? Nein. Na. Kann man vielleicht... Warte mal, vielleicht kann man ja ganz schnell einfach nur drüber rennen. Geht es vielleicht? Nee. Nee, nee, da fällt ja das erste Loch. Oder vielleicht, warte mal, vielleicht guck mal. Springen. Ich möchte springen. Ich darf da nicht springen. Okay, vielleicht ab der Mitte, dass ich dann da einfach renne, was das halt, weil die Lücke kleiner ist, dass er nicht gleich durchfällt. Okay, okay, alles klar. Schwer über euch rüber zu kommen. Was sagen die überhaupt? Warte mal, einfach lauter hier. Der Zug fährt ins Depot. Dafür stehe ich mit meinem Namen als blauer Rettertoad. Okay, möchtest du auch hip genannt werden? Ah, okay, alles klar, gut, da haben wir ja wieder eine Stelle. Und die sieht sogar relativ groß aus, vielleicht reicht die sogar. Weil sonst wüsste ich eigentlich auch nicht, was man hier sonst noch vergessen haben könnte. Okay, wartet mal ganz kurz. Menü öffnen. Nachher übrigens noch was. Ich habe auch mal die Option umgestellt. Okay, wir haben 100%. Alles klar, gut, dann haben wir das abgeschlossen. Ja, gut, ist ja dann kein Wunder, warum ich das nicht finden konnte. Ich habe in die Option mal umgestellt, also mal geguckt, was man da so einstellen könnte, um die Karten halt einzufärben oder was man da so umstellen kann halt. Und es gibt die Möglichkeit halt die, beim Kämpfen, das so einzustellen, dass man die Karten genau in dem Moment einfärben kann, wo man sie auswählt. Dass man nicht noch diesen Zwischenschritt hat, wo man sie einfärbt und dann losschickt, sondern dass man halt wirklich gleich einfärben kann. Man vergisst natürlich dabei auch schnell, wenn man es nicht gewohnt ist, dass man die Karten einfärbt. Aber ich fand es am besten beim Training, weil es auch ein bisschen schneller ging. So, und das andere müsste das Bistroir sein. Haben wir eigentlich sonst noch irgendein anderes Level? Gerade mal kurz gucken. Da weiß ich übrigens auch nicht, wo das letzte ist. Es scheint auch nur noch ein Fleck zu sein. Ich gehe mal hier die Liste durch. 100%. Alles schön und gut. Ich glaube echt, dass es das letzte ist dann, gell? Ich weiß ja nicht, ob es bei Bowser halt irgendwas gibt. Keine Ahnung. Ja, das ist das Einzige, was hier noch fehlt. Dann gucken wir einfach mal. Also ich weiß noch nicht, ob ich heute zu Bowser gehen soll, werde. Also je nachdem, wie schnell ich halt jetzt diesen Klecks hier finde. Weil, ja, das wäre so das Einzige, was ich machen, was ich kommentieren möchte, bevor ich halt zu Bowser reingehe. Ach ja, stimmt ja. Ich habe jetzt erst eben noch mal überlegt, ob man vielleicht hier in diesem kleinen Gebiet noch irgendwas findet. Aber wir müssen ja noch mal in den Untergrund, gell? Oh ja. Wobei, machen wir vielleicht hier was? Nee. Ich gucke halt jetzt wieder speziell auf weiße Stellen. Auch die Zeugs sind alle eingefärbt. Und da oben war ja auch nichts. Das war ja dann nur, dass man halt zum Stern kommt, gell? Hm, okay, gut, dann müssen wir dann wohl nach unten. Ich bin jetzt nur überlegen, ob ich den Standardweg gehen soll oder ob ich halt erst einmal runter in dieses, in diese Basis gehen soll. Ich glaube, ich muss sowieso beides überprüfen, gell? Ich kann ja nicht runterspringen, ich muss dann so runter, okay. Dann springen wir nochmal ins große Loch runter, sofern es überhaupt möglich ist.
Und dann, ja, okay. Hui. Aber das ist halt wirklich geil, so interessant. Vor allem, weil normalerweise ja beim letzten Mal hier der, ja, der Fabian irgendwo sonst hier hingeflogen ist. Dass vielleicht hier ich noch was, irgendwas eben haben könnte, eventuell. So, ja, ich dachte, ihr haut ab. Nicht Stachy, sondern Poki. Na, Achtung. Sie haben echt irgendwas? Nee. Oh, ich glaube, ich sehe es sogar schon. Da ist so ein Stein, da wo Kramaro gerade springt. Habe ich das nicht eingefärbt? Ja, das wird garantiert sein. Wie kam ich denn jetzt eigentlich nochmal da hoch? Bin ich gerade überlegen. Wie war denn das beim letzten Mal? Ich habe ja... Achso, durch die Röhre. Ja, ja. Ich habe gerade überlegt gehabt, was wir überhaupt machen mussten. Wir mussten irgendwas scannen, aber das war ja natürlich auch die Röhre hier. Ja gut, dann haben wir es doch eigentlich schon, oder? Habe ich das wirklich was sehen da? Zumindest sieht es aus, als ob der eine Stein da heller ist als der andere. Na? Ja, okay. Dann haben wir es doch. Nee, doch nicht. Hä, der war doch weiß. Der war weiß. Na gut, jetzt ist er grün. Ich habe... Ja gut, okay. Sah dann halt doch nur so aus. Ja, jetzt habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut, aber ja, da ist mein Inventar voll. Mir fehlt ja auch immer noch eine von den Kampfkarten, wo ich halt noch nicht weiß. Also ich glaube, die war, ja, das war so, dass es halt nicht weiß war, sondern, oh, Achtung. Sondern dass es halt, na hier vielleicht, noch nicht. Ich bin damit überlegen. Ich hoffe halt schon, dass ich jetzt zumindest in dem Part hier noch finde, dass ich halt ein bisschen was erreiche hier zumindest. Ich meine, eins haben wir ja schon komplett. Ich kann hier einfach reingehen, gell? Ach ja, stimmt, das ist ja auch doppelt praktisch, dass ja der andere, dass der Toad ja jetzt nicht mehr da ist, gell? Den wir hier immer rumschicken mussten. Oh, nein. Ich möchte schon nicht in die reinlaufen. Weil gegen Pokis brauche ich nicht mehr kämpfen. Die haben wir ja zum Glück in der Kiste gefunden. Das Glas, glaube ich, auch hier direkt. Das ist aber auch das, gell? Also ein paar von den Karten hat man einfach so finden können und andere, da sucht man sich dumm und dämlich. Sieht man hier noch irgendwas? Das an der Wand hat mir ja auch das. Da hat mir ja... Nee, doch nicht. Ah, doch. Okay, dann. Dann müsste es doch dann hier sein. Da müsste hier irgendwo eine Brücke sein. Genau, das ist die Stelle. Okay, alles klar. Habe ich ganz vergessen. Dass hier vielleicht irgendwo eine Brücke erscheint, wenn man hier irgendwas einfärbt. Achtung, möchte natürlich nicht unbedingt in die Pokis reinrennen. Ah, hier ist auch nichts. Ah, okay. Alles klar. Achso. Alter, war wie, gell? Okay, alles klar, dann haben wir es doch. Na, wollen wir noch nicht rausgehen, erst gucken und sich sicher sein, auch wenn es nur bei 2% war. Ganz vergessen, dass da dieser Klecks an der Wand war. Ja, doch, Hammer, alles klar. Okay, dann zurück zur Weltkarte. Dann möchte man nochmal ganz kurz gucken, ob das dann wirklich jetzt noch die ganzen 100% sind, also von allem. Und ob man halt bei Bowser noch was zum Einfärben hat, kann natürlich auch gut sein. Na... Wo müsstest du hin? Ja, cool, okay. Da kriege ich es ja gleich. Na, komm. Du bist da. Na, kommst du her. Was mir übrigens auch passiert ist, ich glaube, aus dem Grund habe ich den einen, habe ich den Hammer, den Feuerbruder. Der ruft ja auch manchmal, ja, Gegner zu sich. Wobei, hier kann ich auch gerade mal die Karte nehmen hier. Muss ich nur drauf springen. Und da kriegt man auch hin und wieder auch mal andere Gegnerkarten und deswegen, ja, habe ich dann halt diesen Feuerbruder bekommen. Wenn ich mich nicht irre, weil ich habe halt teilweise stundenlang irgendwelche rosa Shy Guys gefarmt und am Ende, ja, war ich dann froh über jede einzelne Karte, die ich irgendwie so gefunden habe. Oh, okay, passt ja dann gut. Weil die Karten, die können wir dann wirklich später dafür benutzen, ist das, glaube ich, meine zweite, die ich jetzt noch habe, dass mir halt die... Ja, so schwierig zu bekommende Gegnerkarten holen können. Das wäre dann so der Vorteil, würde ich mal sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem stimmt ja, ich war ja schon im Museum, hätte, ja, wenn man alles auf einmal machen will, gell. Fällt mir gerade ein, ich habe ja noch eine weitere Seite, übrigens, wenn man hier reinspringt, Full Heal und dann auch noch super Farbheilung. Yay! na doch, dann haben wir es doch. Das ist nämlich genau das hier, oder nicht? Du hast 100% aller Farblosflächen auf der Insel. Yes. Okay, dann gibt es bei Bowser nichts mehr zum Einfärben. Dann müssen wir uns darüber keine Sorgen mehr machen.
Aber ich würde jetzt trotzdem mal ganz kurz euch das Museum zeigen. Einfach aus dem Grund, weil ja das einfach zwischendrin schon passiert ist. Dass ihr zumindest seht, ab welchem Status man schon mal die nächste. Ich hab. Audiothek, ja, genau. Hast du jetzt alle Level komplett eingefärbt? Das verschlägt einem glatt den Atem. Ja. Yep. Habe ich auch mitbekommen gerade. Also hier die Galerie, dass man halt hier nochmal eine Seite weitergehen kann. So. Zwar. Ja, die Nummer 4. Hier haben wir einmal das Toad Depot. Ich habe es jetzt selbst noch nicht angeguckt, deswegen ist ja auch für mich interessant. Also so, dass die Ideen mit dem, mit der Kohle. Ansonsten hat sich da eigentlich nicht so viel verändert, gell? Also es ist an sich gleich alles. Nur, dass halt an der Treppe dann noch so eine, ja, dass halt noch Gitter dran war. Da haben wir Schiff des legendären Kapitäns. Ja. Wobei ich da jetzt nicht unbedingt weiß, ob das sich groß was verändert hat. Gut, da haben sie den Totenkopf ein bisschen verändert, ob sie im Tod oder sowas machen, gell? Und da scheint irgendwie eine Idee gewesen zu sein, dass man irgendwie was ausklappt, da dieses Rosane links. Keine Ahnung. Aber auch, man sieht auch hier wieder die schöne Idee, wie man halt was faltet oder halt zusammenklebt, damit man halt daraus trotzdem immer noch den Papierlook dabei hat. Dann haben wir Zugdesign D55, so heißt er vermutlich. Übrigens nicht wundern, wenn es draußen hämmert, ihr wisst ja. Bei mir ist leider eine Baustelle vor der Tür. Die machen nämlich für die Leute, die es noch nicht wissen, die machen nämlich bei uns die Straße auf und erneuern die Wasserleitungen, die Wasserrohre, irgendwie sowas. Sieht man hier gerade. Holunder-Atoll. Die Idee mit dem aufklappbaren Fass, okay. Und auch wie das nicht das Fernrohr, das ist doch dieses vom Leuchtturm, oder nicht? Und unten sieht man auch noch die Idee mit dem, wenn man halt drüber läuft, dass halt das aufgeht, dass dann da Stacheln sind. Alles klar. Ich finde es, wie gesagt, sehr schön. Aber besonders gucke ich halt hier speziell auf Sachen, die vielleicht neu sind, die man halt nicht verwendet hat am Ende. Okay, irgendwas links mit einer Flasche oder was auch immer. Oder zumindest sieht die vielleicht so schon im Vorfeld aus. Pizza mit verschiedenen Belag, okay. Da hat man aber auch bestimmt überlegt, wie man das Minispiel zusammensetzen kann, gell. So, dann Vorarbeiter und Kapitän. Ah, okay, hier wird es schon interessanter. Da haben sie dann jetzt noch andere Versionen genommen. Wäre aber nicht schlecht gewesen, hätten sie den Kapitän trotzdem mit so einem schwarzen Ding gehabt. Dass man halt zumindest halt ein bisschen unterscheiden konnte, weil ansonsten, ich glaube, unten der gelbe war ja der Finale, gell. Irgendwie. So, Wüste mit Loch. Okay, das mit dem, wo halt Sand gefüllt ist. Ah, da hat man auch überlegt, ob man da den Korken rauszieht. Okay, alles klar. Finde ich halt nett. Und unten links sieht man halt noch dieses Büro, wo halt der Sniffit mit der Karte war, gell? Vor allem das Poster mit dem runter vom Sofa, das war gut. Aber okay, man sieht unten das große Bild, das wurde auch leicht verändert. Da ist nämlich die Röhre in der Mitte und dann hätte man so ein bisschen hin und her laufen können. Okay. Und das letzte. Oh, da steht Level Prototyp 1. Alles klar. Das sieht mir nach dem. Also entweder halt auch nach der Wüste aus oder halt nach dem Terrakotta-Tempel. Nur halt eine andere Version davon. Das ist immer wieder schön, wenn man halt sowas sieht. Sowas mag ich halt am liebsten an Ideen, die man dann vielleicht ein bisschen verworfen hat. Vielleicht, weil es ein bisschen zu simpel war oder halt, dass halt andere Ideen dann halt ein bisschen interessanter waren in dem Sinne. So, zurück. Aber gefällt mir gut. So, was quatschst du nochmal hier? Wir kommen im Gemälde, bla bla, im Arkaden. Wir wissen deine Hilfe zu schätzen. Ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Luigi und lassen uns ein bisschen über den Regenbogen-Boulevard fahren lassen, oder nicht? Was meint ihr? So, fast 20 Minuten, aber die 10 Minuten gönne ich mir noch für den Start von Bowser. Weil ich weiß natürlich auch nicht, wie lange ich jetzt brauchen werde, um da durchzukommen. Vor allem, ob ich auch alles habe. Wir wissen ja, zumindest schon theoretisch, dass wir wohl die Waschmaschine brauchen werden, um ihm irgendwie die schwarze Farbe wegzuwischen oder irgendwie sowas. Da haben wir schon ein paar Tipps bekommen, im Spiel auch hier. Aber was halt sonst noch auf uns zukommt, weiß ich ja nicht. Ich gehe immer noch davon aus, dass Roy irgendwo ist, aber gut, guck mal einfach mal. Na, Luigi? Was sagst du? Bist du bereit? Natürlich. Vor allem ist mit der Mario Kart Musik wieder, gell? Super, und los geht's! Super, und los geht's! So rum. Na komm,
Gib Gas! Hallo? Achso! Okay! Yay! Er ist mal auf die Startposition gefahren. Ach ja. Vor allem mit dem Kart nach oben, gell? Sonst fließt man immer mit irgendwas geflogen, gell? Na? Alter, ich krieg direkt Gänsehaut gerade, Leute. Ich liebe die Regenbogen-Boulevard-Musik. Und das ist sogar noch die von Mario Kart 64. Du scheinst ein ganz schönes Abenteuer ohne mich erlebt zu haben, Bruder. Du warst doch immer irgendwo zwischen dabei. Naja, immerhin kann ich dir mit meinen Fahrkünsten aushelfen. Prinzessin Peach, willkommen. Boah, ich liebe diese Musik, ey. Also als ich wirklich noch Mario Kart gespielt habe, Regenbogen-Boulevard-Musik, die höre ich mir auch heute noch gern an. Alter. Da ist etwas. Jawohl, Bowsers Festung, oder nicht? Aber schön, dass sie die dann so mit reingepackt haben. Mama Mia, wir fahren ja zu einem riesigen, grusigen Fels am Himmel. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du hast so hart gekämpft, also reiß dich mit auch zusammen. Ja, Luigi und seine Feigheit, gell? Festhalten, ich gebe Vollgas. Hoffentlich fliegen wir nicht von der Strecke. Lakito ist nicht hier, um uns zu retten. Ah, die Musik, mir gefällt sie. Die gefällt mir weniger, die Musik. Ja gut, ja, typisch halt. Bowser-Musik. Ja, geschredderte Musik. Die Festung des schwarzen Bowsers, ja. Und parken. Puh, geschafft. Ach, ich merke gerade, der... Luigi hat eine ganz anderen Sound, wenn er redet hier, gell? Sei vorsichtig da drin, ja? Ich warte hier. Du weißt schon, falls du eine Rückfahrtgelegenheit brauchst, kannst du ruhig mitkommen. Danke, Luigi. Wenn hier jemand Streit mit dir anfangen will, setz einfach deinen fiesesten Gesichtsausdruck auf. Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Alter. Also ich weiß nicht, ob... Ja gut, ich denke mal, die meisten würden es kennen, die Mario Kart gespielt haben, aber es gibt ja dieses eine Video... wo halt, glaube ich, Luigi den Waluigi abwirft und dann fies hinterher guckt. Also so, ja, du legst dich nicht mit mir an. Und das war vermutlich die Anspielung daran. Oh Mann, Badass Luigi in dem Sinne, gell? Also dann, Mario, retten wir Prinzessin Peach. Ja. Werden wir tun. Darf ich nicht Luigi sein und dass du gehst? Na gut, da geht dann immer nicht. Einfach mal anklopfen. Vor allem... Da müsste ich einfach mal überlegen, wenn Bowser einfach mal die Tür abschließt, dann kann ja Mario nichts mehr machen, oder? Das ist nur mal so nebenbei. Aber gut, er lässt halt die Tür gerne offen, damit er immer wieder reinkommen kann. Ist in jedem Spiel so. Aber er wartet ja auch immer Oh, da hinten mal. Prinzessin Peach! Sie haben ihre Farbe gestohlen und sie wie ein Gemälde eingerahmt. Die Musik hier übrigens gerade. So leicht düster. Das hat ein bisschen was von Zelda gerade. Ja, aber... Ist es... Achso. Oh. Okay. Wollte gerade sagen, wie komme ich da dran? Das war natürlich dann klar. Da hat Bowser uns kalt erwischt. Ja, wir sind jetzt hier in einem Gefängnis, oder was? Wenigstens sind wir nicht von Gegnern umzingelt. Bist du ruhig? Am Ende kommt nämlich... Ja, war so klar. Oh! Ah, da ist er doch, Roy! Okay. Jo! Es muss ja irgendwo drin vorkommen, weil das wäre ja ein bisschen... Jetzt tanzt du einfach mit! Was geht mit dir ab? Na, nicht berühren! Na, tolle Musik hier, muss ich sagen. Na! Okay, die saugen mir die Farbe weg. Ich kann gerade nichts machen. Herzlichen Dank für die Farbe. Aha. Keine Panik, du kriegst sie gleich wieder. Oh, das hätte ich fast vergessen. Bevor du deine Farbe wieder bekommst, gibt es noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Jetzt kann ich auch noch meine Farbauffüllkarten. Ja gut, macht vielleicht irgendwo Sinn, dass man das halt als Challenge jetzt hat, gell? So, jetzt kann es aber endlich losgehen.
Oh, okay. Eine Bazooka. Und hier kommt auch schon deine Farbe, wie versprochen. Schnall dich an, jetzt wird's bunt. Das heißt, ich kann jetzt, weil ich keine Farbe habe, kann ich keine Karten einsetzen, die Farbe braucht. Denke ich mal. Die Musik. Ja gut, dann würde ich aber trotzdem einfach mal eins auf die Nuss geben, oder? Mit hier richtig... Ha, schön wie die zwei Karten, die mir fehlen, die einen Abpilze, die sind ausgegraut hier gerade. Also die sind nur noch grau umrahmt. Wisst ihr was? Wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich mich auch mal schützen. Weil ich möchte vielleicht auch mal auf ihn draufspringen, um zu gucken, was passiert. Ah, einfach mal ausprobieren, wie gesagt. So, einmal zum Schutz, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn er mich abschießt, dass ich vielleicht das abprallen lassen kann. Kennen wir ja von der vom Schlachtschiff. So. Aber vor allem auch interessant, dass er von Anfang an kommt, gell? Kann es vielleicht sogar sein, dass die Schnuck-Arena dann direkt sogar startet, wenn ich ihn hier besiegt habe? Der hält aber ganz schön viel aus, muss ich sagen. Aber gut, ich sollte auch nicht zu erwarten, dass die Feuerblumen ihm instant megamäßig viel Schaden machen. Das war schlecht gedrückt. So. Hier, Farbe noch füllen. Ach, er schießt mit Farbe, okay. Aha, ich erledige dich mit deiner eigenen Farbe. Welche Ironie. Aha, ich weiß, dass Ironie ist. Wissen ist schließlich Macht. Das hat mich motiviert, mich fortzubilden. Ja, ist halt nicht dumm. Wow. Ach, er macht mir Schaden, aber gibt mir auch meine Farbe wieder. Mario wird rot vor Wut, okay. Mario ist wütend? Was? Okay. Okay, das mit dem Ausweichen hat nicht wirklich geklappt. Wir müssen uns vermutlich sogar treffen lassen, damit wir die Farbe wiederkriegen, gell? Ja gut, dann gibt's halt auf die Nuss, würde ich mal sagen, oder nicht? Ich muss nur gucken, dass ich halt mich zwischendurch vielleicht mal heile, wenn es zu kritisch wird. Ja komm, volle Kanne drauf. Ich habe doch jede Menge Karten. Ich bin übrigens ein Fan von diesen Wurfhammern geworden, weil ich gefarmt habe, aber... Am Ende hat es halt trotzdem nicht viel gebracht. Na komm, einfach mal richtig drauf gehen. Maximalen Schaden. Sofern Mario es überhaupt trifft, weil er da wut, gell? Wow! Alter, wie schnell! Okay, das ist vermutlich dann die... Okay, oh Gott, das kann man gar nicht drücken. ich krieg das nicht gedrückt. Okay, das war wohl... Okay, das ist interessant, aber auch... Aber zumindest kann ich es blocken ein bisschen, gell? Mario hat den Blues, er möchte nur blaue Karten verwenden. Aber interessant, wie die Art von Kampf. Okay, die anderen kann ich nicht mehr verwenden. Zum Glück habe ich ja blaue Karten, gell? So, alles klar. Ich denke mal, das reicht dann aber auch jetzt, um zumindest Schaden zu machen. Es sei denn, ist es super langsam oder so, dass ich das... Na komm, Mario, beweg dich. Okay, geht trotzdem. Alles klar. Aber das mit dem Speed, das ging eben zu schnell. Da konnte ich ja gar nicht reagieren. Aber ich denke mal, das reicht dann erstmal, gell? Ich meine, er ist schon über die Hälfte, dass sich da vielleicht noch was verändert. Aber man muss natürlich auch sagen, es kann natürlich auch sein, dass jetzt die Phase erstmal noch weitergeht, wie ich meine gelbe Farbe wieder habe. Und danach, ja, sieht man ja dann weiter. So, schon geht das Ganze wieder mit dem Springen, gell? Na, etwas über seine Lippe drüber. So, ich glaube, es ist die Grenze gewesen, vom Schaden her. Bah, das dauert zu lange. Gebt mir die ganze Farbe auf einmal. Ich habe leicht Angst. Passt überhaupt so viel rein? Hey. Oh Gott, habe ich jetzt überhaupt noch genug Leben dafür? Was ist das? Wenn du alle Farben zusammenschüttest, kommt am Ende nur schwarz raus. Oh, stimmt ja, da war ja was. So ist's besser. Herrlich, wie sich das Ganze vermischt. Zeit zum Schwarz sehen, Mario. Oh. Okay. Okay, das war aber geblockt. Alles klar, okay, verstehe. Jetzt sehe ich halt kaum noch, wo ich ihn treffe oder so. Ich sollte mir vielleicht mal... mich mal eben heilen. Macht vielleicht Sinn? Ja. Ja gut, ist jetzt die Frage, ob ich überhaupt noch treffen kann. Ach, oder... Es kann sogar sein, dass ich gegen ihn jetzt halt die, ja, die Waschmaschine benutzen muss. Ich probiere es aus. Wenn nicht, dann werden wir es ja feststellen.
Na, mal zurück. Das war das mit dem hier schnell erst einfärben und dann. Oh, ich hab ja gar nicht gelb, um die einzufärben. Ich probier's aus. Wenn nicht, dann habe ich halt versemmelt. Erstmal heilen. So. Vor allem die Musik hier ist voll düster gerade. Ich weiß nicht, ob die Karte überhaupt funktioniert, wenn die nicht voll eingefärbt ist. Das hat eigentlich nur was mit Schaden zu tun, oder? Aber vielleicht ist sogar genau das gewollt. Weil das ist alles schwarz ist deswegen, vom Gedanken her. Na? Ja, okay, das war das, alles klar. Und seine Kanone ist auch weg. Menno, du hast es rausgefunden. Egal, dann besiege ich dich eben auf die altmodische Weise. Ja, aber erst kriegst du noch eine Feuerblume ab. Okay, dann war das für ihn gedacht. Hätte mich auch stark gewundert, wenn man einfach nur eine Waschmaschine gegen Bowser einsetzt, gell? Und schon sieht man halt die Grenze des Schadens, gell? Also pass bloß auf, denn ich habe nichts mehr zu verlieren. Jetzt wird's ernst. Wo? Alter, hörst du auf, nicht so oft zuschlagen. Okay, aber dann haben wir ihn ja jetzt. Dann haben wir ihn ja jetzt. Ist halt schon so eine Sache, wenn man keine gelbe Farbe hat hier. Was soll denn das? Ja komm, das dürfte doch reichen. Einfach mal fett mit dem Hammer drauf, dann sollte das passen. Aber trotzdem ein interessanter Kampf. Also gerade wenn man halt am Anfang mit dem... Oh, das war vielleicht doch zu wenig. Na, vielleicht reicht es ja mit Exzellent. Ja, okay, alles klar. Wenn man am Anfang halt wirklich erstmal so einen wütenden Mario hat, gell, in dem Sinne. Okay. Gra, wie hast du das gemacht? Ich hab mir all deine Farbe gekrallt und du verziehst keine Miene. Noch nicht mal vor der schwarzen Farbe hattest du Angst. Mich magst du besiegt haben, doch bei Bowser wird dir das nicht so einfach gelingen. Zeit für ein Nickerchen. Hui. Wie die Eimer hier noch rumliegen, okay. Stimmt ja, die Scheigers haben hier einen Eimer rumgeworfen. Das ist ja mal dreist. Man verwendet niemals die eigene Farbe gegen jemanden. Das steht schon in den Regeln. Naja, Prinzessin Peach hängt immer noch da oben. Retten wir sie. Ja, ein paar Zeit. Ja, sieht eigentlich gut aus, um hier eigentlich einen Cut zu machen. Erstmal hier schön wieder die ganze Farbe einsammeln hier. Schön aufräumen. Okay, aber gefällt mir gut. Hat ja gut geklappt, der Kampf hier. Wenn noch ein bisschen holprig am Anfang. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Paper Mario Color Splash sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.